Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ultraviolet 2 Box von Matrix. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ultraviolet Teil 2 aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box. Hier oben einen Aufkleber in so einem Neongelb. Hier lesen wir UV2, also Römisch 2, Limited Fan Edition inklusive Album, Bonus Phantom EP, Ultraviolet 2 T-Shirt und 2 Sticker, 5 Premium Fotokarten, Ich mach kaputt, was mich kaputt macht, Armband und alle Instrumentals. Matrix in weißer Schrift, darunter Ultraviolet 2 und hier dann groß nochmals UV und Römisch 2. Das Ganze hier in so einer weißen Schrift mit so dunkelgrauer Rauchschwadenoptik. Sehr interessantes Design auf jeden Fall. Ansonsten die Box in schwarz gehalten rundum. Auf der Rückseite haben wir dann noch die Credits und einen Barcode. Okay. Ah ja, und das Ganze eben ein Sticker, den man auch abmachen kann. Dann schauen wir mal hinein. Es ist eine Clubbox. So, was haben wir hier? Einmal die Phantom EP. Das Album an sich. Dann haben wir hier einmal das Shirt, das Armband. Das dürften dann wohl zweimal, das klebt ein bisschen fest, so zwei Sticker sein. Und dann hier noch diese Glitzerkarten oder Fotokarten, Postkarten. So. Und das Spannende ist, die Box ist von innen nicht nur glatt schwarz, sondern wir haben hier einmal eine Unterschrift von Matrix und dann haben wir zusätzlich noch eine Nummer. Und zwar ist meine Box Nummer 1762. Sehr schön. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, was die Auflage dieser Box damals war, wie viele es gab. Falls ihr das wisst, gerne in die Kommentare schreiben. Aber generell gefällt mir das immer sehr gut, wenn das durchnummeriert ist und man das irgendwie nachvollziehbar hat, welche Nummer man hat, das gestaltet das Ganze irgendwie ein bisschen persönlicher, man hat irgendwie mehr Bezug dazu. So, nachdem hier diverse Sachen noch in Plastik sind, werden wir das Ganze mal rausholen. Also einmal das Armband, dann natürlich das Album an sich. Und dann auch noch die Phantom EP. So. Einmal. Und zweimal. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Matrix Ultraviolet 2. Wir haben hier Matrix in so einer ganz dünnen Jacke. Und ja, Profilansicht, Blick auf den Boden. Was auf jeden Fall mal positiv auffällt, wir haben es hier zu tun mit einem super Jewel Case. Hier auf der Seite lesen wir auch wieder Matrix UV2. Hoffentlich kann das lesen, jawohl. Und dann haben wir, so, und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist. CD1 und CD2 mit Instrumentals. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Tracks, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe. Von denen ja schon diverse damals ausgekoppelt wurden als Video, also Schwarzer BMW zum Beispiel oder Dächer der Welt. Schwarze BMW auf jeden Fall. Krasses Video und ein schöner Track gewesen. So, dann werfe ich mal einen Blick hinein, wenn ich es aufbekomme. Alter. So, aber jetzt. Und zwar haben wir einmal das Booklet. Hier haben wir nochmals die Tracklist. Und dann haben wir nochmal die Infos, wer das Ganze produziert hat. Also wirklich nur Explosive Beats
Ansonsten hier keiner beattechnisch beteiligt. Okay, Social Media Auftritte von Matrix. Und dann haben wir hier einmal die CD, Matrix UV2 CD1. In schwarz, sehr schön. Gefällt mir immer gut, wenn CDs nicht so Standard in diesem Silber kommen, sondern irgendwie eingefärbt sind. Und dann haben wir hier noch CD2. Diese beinhaltet die Instrumentals und das Ganze hier ebenfalls in schwarz eingefärbt. Schön gemacht und es gefällt mir auch, dass man das Super Jewel Case wirklich ausgenutzt hat und hier beidseitig verwendet hat, also wirklich CD1 und CD2 im Super Jewel Case und dass die Instrumentals nicht in so einem Digisleeve, in so einer Papphülle kommen. So, dann haben wir die Bonus-EP, die Phantom-EP, hier auch wieder Matrix in so einem Kapuzen-Sweater mit so einer Leuchte im Hintergrund. Matrix Phantom. Und dann haben wir hier nochmal 5 Tracks. Wobei, schwer zu lesen, aber man sieht hier ein Track, nämlich Apollo 13. Da gibt es ein Feature mit Richter. Ansonsten, meines Wissens, allesamt Solo-Tracks. Hier haben wir nochmal die Infos, dass auch diese 5 Tracks von Explosive produziert wurden. Danke für deinen Support, Ultra Vio. Und hier haben wir nochmals Matrix Phantom, produced by Explosive, stehen. Schwarz und weiß. Und auch die hier in schwarz gehaltene CD. Sehr schön. Und das hier so ein, Digi-Pack. Dann haben wir dieses Armband. Und hier steht eben IMKWM. KM. Also, ich mach kaputt, was mich kaputt macht. Ist auch ein Track auf dem Album. Ein klassisches Silikonarmband in schwarz mit weißem Aufdruck. Ihr kennt die bestimmt, waren ja früher sehr verbreitet. Mittlerweile sieht man die kaum noch. Dann haben wir 2 Sticker bei dem Querformat. Wir haben hier einmal Matrix Phantom. Auch wieder in dieser Rauchschwaden-Optik. Und dasselbe nochmals mit Matrix Ultraviolett 2. Bei dem Querformat und in dieser Glanzoptik. Dann haben wir diverse Fotokarten. Und zwar haben wir einmal diese hier. Das Foto, das wir schon vom Cover kennen. Aber es glänzt wirklich wie so eine Pokémon-Karte. Auf der Rückseite lesen wir Matrix. Dann haben wir sowas ähnliches, nur halt ein bisschen reingezoomt. Auch hier wieder Matrix auf dem Hintergrund oder auf der anderen Seite. Nochmals Teil Rückenansicht. Und dann haben wir nochmals 2, das eventuell die 2, die zu Phantom-EP gehören. Und diese 2 jetzt ohne diese Glanzbeschichtung, also diese glänzen jetzt nicht mehr so stark. Einmal Matrix Rücken. Matrix und einmal Matrix hier mit diesem Cover von der Phantom-EP. Schön gemacht. Insgesamt 5 Karten, 3 davon in Glitzer und 2 regulär mit normalem Aufdruck. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt ein Shirt. Und zwar haben wir ein schwarzes T-Shirt. Und wer hätte es gedacht, auch hier lesen wir wieder UV Römisch 2. Auch hier wieder diese Rauchoptik. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Fruit of the Loom Value Weight in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und wo kommt es her? Das steht wahrscheinlich hier dann. Genau, hier sehen wir es. Made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben das schwarze Shirt. Und dann quer über die Brust groß die Buchstaben UV und dann daneben Römisch 2 zu lesen. Das Ganze in diesem weiß-grauen Ton. Gefällt mir von der Optik ganz gut. Das Ganze eben so ein bisschen kodiert, also UV und dann Römisch 2. Da kann man natürlich eine Menge reininterpretieren. Und sowas gefällt mir auf jeden Fall besser, als wenn jetzt irgendwie einfach so platt oben stehen würde. Matrix Ultraviolett 2. Also UV2, sehr schön gemacht und kann man auf jeden Fall gut tragen.
Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann diese 5 Fotokarten, 2 davon regulär, 3 davon mit dieser Glanz, mit dieser Glitzeroptik. Die 2 Sticker im Querformat. Das Ich mach kaputt, was mich kaputt macht, Silikonarmband. Die Bonus-EP, die Phantom-EP im Digipack. Und natürlich das Album an sich, inklusive Instrumentals im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box UV2 bzw. Ultraviolett 2 von Matrix. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Matrix unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.